Letztes Spiel der Saison für die Grizzlies Wolfsburg und Iserlohn, beide nicht in den Playoffs dabei. Mit Freundschaftsspielcharakter das Ganze. Martinovic und Wurm, die kennen sich noch aus gemeinsamen Wolfsburger Zeiten. Es geht um Platz 12. Sein letzter Auftritt an der Bande für Iserlohn. Jamie Barkman verlässt nach 5,5 Jahren den Seilersee. Hans Kossmann weiß noch nicht, wohin es geht. Man will sich zusammensetzen in Wolfsburg mit dem Trainer und sprechen über seine Zukunft. Die Grizzlies in Orange mit einem zarten Aufbauversuch. Maharczak dann aber mit dem bösen Fehler und Leon Bergmann mit der frühen Führung für die Roosters. Verdient zu diesem Zeitpunkt. Wolfsburg schläfrig in der Anfangsphase. Bergmann geht dazwischen und erzielt sein 20. Saisontor. Fehlt ja auch das letzte Spiel in Iserlohn. Er wechselt nach Mannheim. Rein in den zweiten Durchgang. Wolfsburg wieder mit Nachlässigkeiten und die Riesenmöglichkeit zum Tor. Aber da stand Dave Leggio. Bis Ende des zweiten Drittels 26 Schüsse aufs Tor der Roosters. Immer wieder Leggio dazwischen, der seine Mannschaft im Spiel hielt. Kossmann bedient und sauer über die Vorstellung seiner Mannschaft. Man wollte sich gut verabschieden von den Fans in die Sommerpause. Zum ersten Mal ja seit 2008 keine Playoffs in Wolfsburg. Dann mal ein Überzahlspiel mit Erfolg. Der Schuss von Bergmann abgefälscht. Bergmann hier mit dem guten Schuss und dann Maharczak mit seinem 18. Saisontor. Keine Chance für Hovinen. 1:1 schmeichelhaft für die Grizzlies. Rein in einen spektakulären Schlussabschnitt. Wolfsburg in Scheibenbesitz und in Überzahl. Aber dann der Fehler von Likens. Whitener versucht es. Leggio spielt die Scheibe nach vorne und dann viel Pech. Fast sinnbildlich für den Saisonverlauf bei den Grizzlies. Am Ende ist es Fauser, der mit seinem Schlittschuh die Scheibe über die Linie buxiert. Hier natürlich der Fehler von Likens im Spielaufbau. Eine von vielen Nachlässigkeiten. Und jetzt sieht man es gleich aus der anderen Kameraperspektive. Florek bekommt den Treffer, den Shorthander, sein 10. Saisontor. Iserlohn 2:1 vorne. Und sie nahmen den Schwung weiter mit. Die Roosters klar das bessere Team und jetzt auch klar auf der Siegerstraße. Kamera gut freigespielt. Schmidt, Caparuso. Und dann steht es 3:1, Saisontor Nummer 23 für den Top-Torjäger bei den Roosters. Sie hatten alles im Griff, dann aber wieder Nachlässigkeit. Whitener, und das ist Spar. Daniel Spar verkürzt zum 2:3, mehr oder minder aus dem Nichts. Die Grizzlies bis dahin erschreckend schwach in allen Belangen. Es sah nach einem klaren Sieg für Iserlohn aus, aber Spar hat was dagegen. Und prompt kommt wieder Hoffnung auf bei den Wolfsburgern. Nächste Aktion. Kurz danach. Der Schuss wird abgefangen. Und dann ist am Ende Fauser zur Stelle nach seinem mehr oder minder Eigentor. Kann das auch auf der anderen Seite. Zunächst die Parade von Hovinen gegen den Schuss von Bergmann. Und dann völlig frei. Leichte Übung. Fauser, 7. Saisontor. Alles wieder offen. Aber die Fehler gingen weiter. Björn Krupp, auch der geht ja nach Mannheim, legt hier auf. Matsumoto ab. 4:3, Iserlohn wieder vorne. Der zweitbeste Scorer der DEL-Hauptrunde. Hier mit seinem 56. Scorerpunkt das Tor zur Führung. 4 Minuten noch zu spielen. Die Grizzlies mal in der Vorwärtsbewegung. Das ist Foucault, der zum ersten Mal nach langer Verletzungspause wieder spielte. Und er bekommt ein Geschenk von Hovinen. Hier Chris Foucault. Scheibe springt nach vorne. Es geht in die Overtime mit 4:4 und da geht es schnell. Erster Scheibensitz für die Grizzlies. Wieder ist Foucault drauf, der Langzeitverletzte. Setzt sich durch, schießt und trifft. 5:4, Chris Foucault. Was wäre gewesen, einer der vielen Verletzten der Grizzlies, wenn er mehr als 7 Saisonspiele bestritten hat. Hier sein 5. Treffer und entsprechend glücklich war er über sein Tor und auch den gelungenen Saisonabschluss. I mean, it's been a tough year here, obviously, and I'm happy to come back. And it didn't look like I was going to play, and unfortunately, we had 2 guys get hurt, and it gave me the opportunity to get back in. And I mean, there's no pressure on me to play. I missed the majority of the season, and it was just nice to get back on the ice and be able to play the last game of the season. 2 Tore, ein persönlicher Abschluss für Chris Foucault. Viele Verletzte bei den Grizzlies, aber trotzdem vielen Dank an die Fans. Keine Playoffs zwar, aber am Ende Platz 12. Iserlohn beendet die Saison als 13.